Ich weiß auch nicht, was das ist, aber es interessiert dich erstmal nicht. Hallo ihr lieben Kaninchenliebhaber. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach selber einen Jutebeutel gefüllt mit Heu für eure Süßen als Spielzeug selber machen könnt. Und ja, wie bin ich auf diese Idee gekommen? Tatsächlich hat der YouTube-Kanal von der Franzi, meine Mümmler, diesen Jutebeutel mal fix und fertig bestellt. Die kann man nämlich kaufen. Und ich habe mir einfach überlegt, ob man so etwas nicht auch selber basteln kann und das vielleicht auch kostengünstiger. Und ja, dazu habe ich mir meinen Freund geschnappt, der hat dann tatsächlich mal ein bisschen gebastelt. Und ja, wie wir das Ganze zusammengebastelt haben, das zeige ich euch in dem Video. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, zunächst einmal haben wir diese Jutebeutel über Amazon bestellt, also diese leeren Jutebeutel. Und in einem Päckchen waren 26 Stück drin, wahrscheinlich dann für Weihnachten. Man kann damit natürlich auch super gut Adventskalender basteln. Und ja, die haben 10 Euro ungefähr gekostet mit Versand. Und ja, die haben wir dann erstmal bestellt. Und damit die Kaninchen natürlich auch erstmal checken, dass da was drin ist, haben wir da Löcher reingeschnitten mit einem Cuttermesser. Ihr könnt natürlich auch eine Schere dafür benutzen, je nachdem, wie ihr es leichter findet. Und ihr könnt natürlich auch gucken, wie groß ihr die Löcher macht. Wir haben jetzt diese Größe gewählt für die Löcher. Genau, und das ist eigentlich total einfach. Danach haben wir ein bisschen Heu genommen und das da reingestopft. Und ich habe auch ein paar getrocknete Kräuter besorgt. Tatsächlich habe ich mal in einem anderen Zoofachgeschäft eingekauft, als in dem, wo ich sonst immer bin. Ich darf natürlich jetzt nicht verraten, in welchen, aber das hat tatsächlich wirklich viel mehr Auswahl. Und war auch richtig gut sortiert, was Kaninchennahrung angeht. Also da war ich wirklich richtig begeistert und habe da auch ordentlich Geld gelassen. Aber tatsächlich wollte ich auch diese Jutebeutel nicht nur mit Heu befüllen, sondern auch mit irgendwelchen tollen Kräutern, die auch besonders gut duften. Und deswegen habe ich da auch da ein bisschen was reingepackt, ein paar Erbsenflocken. Ja, kann man machen, muss man natürlich nicht. Ne? Ihr könnt natürlich auch irgendwas reinfüllen, was eure Süßen ganz besonders gerne essen. Und ja, im Folgenden seht ihr dann, wie die kleinen Beutelchen gefüllt werden. Nochmal wichtig zu erwähnen ist natürlich, dass ihr gucken solltet, dass diese Beutelchen nicht irgendwie behandelt sind. Also es sollte wirklich ein Naturmaterial sein. Also in unserem Fall ist das Baumwolle. Und ja, naturbelassen, also nicht gefärbt oder so. Da solltet ihr vielleicht drauf achten, je nachdem, wie zerstörungswütig eure Kaninchen sind und wie eure Kaninchen darauf abfahren. Also ob die das jetzt wirklich zerkauen oder ob sie den Beutel dann links liegen lassen, wenn er leer ist. Da solltet ihr dann mal schauen, eure Kaninchen darauf reagieren, aber am besten ist, ihr nehmt wirklich diese naturbelassenen Baumwollbeutelchen. Ja, so sehen dann unsere fix und fertigen, selbstgemachten Jutebeutel mit Heu aus. Ja, und dann kamen schon die kleinen Beutelchen zu den Süßen ins Gehege rein. Und ja, das hat erstmal ein bisschen länger gedauert, bis die sich überhaupt ein bisschen dafür interessiert haben. Aber als dann einer sich dafür interessiert hat, wollten natürlich alle wissen, was da Leckeres drin ist. Und daraus ist dann so eine richtige Jagerei entstanden. Und das war wirklich richtig süß. Hazel, kann ich vielleicht auch mal in die große Öffnung? Wer hat denn da so kleine Öffnungen dran gemacht? Hey, Clean,
das ist alles meins. Meins, meins, meins. Da ist doch wohl genug drin für uns beide. Wer ist hier der Boss? Ich bin der Boss und ich krieg da diesen leckeren Snackbeutel. Das war doch mein Snackbeutel. Leute, helft mir. Yum, 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 das schmeckt richtig lecker. Kann ich auch etwas von deinem Snackbeutel haben? Oh, vielen Dank. Das schmeckt doch gar nicht mal so schlecht. Das schmeckt sogar sehr gut. Oh ja, das ist ja echt super. Jetzt muss ich das da nur noch rausbekommen. Mann, ich sehe, was es so nicht ist. Und das ist ein Beutel mit Heu. Danke. Hey, 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 gib mir den zurück sofort. Hallo? Hallo? Gib mir den. Das ist ja wohl ganz eindeutig meiner. Nein, das ist meiner. Her damit. Ich hau jetzt ab. Tschö. Also, die Holly, die ist ja echt ganz schön frech. Gemeinheit. Natürlich hat auch der kleine süße Two-Face einen Beutel bekommen, einen ganz eigenen Beutel, der Süße. Was ist denn das? Muss ich jetzt etwa für mein Geld arbeiten oder was? Ich habe keine Lust da jetzt was zu machen, gib mir das Heu lieber sofort so. Was soll ich mit dem Mist? Die Öffnung hätte es auch mal ein bisschen größer machen können, ne? Boah, nervt das, ey. Oh, und ich habe so einen Hunger. Als Kissen für den Hintern ist es auch sehr gut geeignet. Holly, irgendwas rieche ich doch bei dir. Holly, was hast du mir da geklaut? Boah, Hazel, du verfressenes Ding, du nervst mich. Kannst du dich nicht mal anders bewegen und nicht auf mir herum? Dankeschön. Ich hab's ja schon gefunden. Komm, lass uns mal zusammen noch ein bisschen futtern. Das ist echt lecker. Ach, weißt du was, vergiss es, ich will's alleine essen. Ach, Holly, jetzt lass mich doch mal hier. Ich krieg... Ach, Mann, jetzt wäre das auch noch runtergefallen. Geh mal bitte da weg. Danke. Na also, endlich ist es meins. Meins alleine. So, Leute, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.